Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. It's Rumble Time. Jo Leute, wir schauen jetzt mal hier rein in die Schlägerei heute von Guild 1 gegen Franz Griffin. Ja. So, wenn sie denn irgendwann mal erscheint. So, ein Match hat begonnen. Franz Griffin. So, 41.118 zu 23.367. Wir steigen direkt ins Match ein und schauen mal, was so da abgeht. Also, Tomasito ist der erste Gegner. Ja, natürlich 80 Leben. Und das sind so Sachen, sowas darf eigentlich nicht sein. Ne? Also ich meine, ich freue mich jetzt, klar. Na, aber ich guck mal, ich könnte theoretisch mit allen möglichen. Ich brauche nicht viel zu machen. Und dann kann ich den da oben einfach weg haben, den Bob. Er hat einen Bob. So, jetzt sieht es natürlich mit Mythic Bender an, mit Bender anders aus. So, der Bender hat immerhin eine 46 Schadenspunkte, wenn du so willst, ja. Aber jetzt ist das Ding gegessen. Du hast, ich komme jetzt alleine schon mit meinem Stoß durch die Mauer. Komme schon alleine durch und ich brauche jetzt eigentlich gar nichts mehr zu machen. So. Und jetzt kommen die Brian Statue. Keine Musikkarte. Also das, der größte Fehler war am Anfang der Bob. So einen darfst du gar nicht im Deck haben. Mit so wenig Leben. In deiner Verteidigung, alter Vater. Mach das Ding da raus, ey, Kollege. So, also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Nächstes Match. Warum gebe ich eigentlich meinen Gegnern Tipps? Ja. Guck doch selber nach eurem Kram. Ja. Na, ich kann das einfach, wenn ich sowas sehe. Also, was haben wir hier? Ruby Sellers, Winfrey, Stuffing Academy. Jetzt habe ich allerdings tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Ich fange jetzt einfach mal mit K-Pop Video an. Ja. Ich will tatsächlich durch das Schild wird mir nichts passieren. Ja. Also nicht viel zumindest. So, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt hier? Ich könnte, ja, kommen wir mal Shrimp Dress. Und jetzt wird hier nach vorne, kommt der nächste mit dem Bob. Und jetzt bin ich schon wieder bei der glatten 100. Also sollte eigentlich so sein, normalerweise. Wenn ich jetzt nicht das total... Also, wir machen jetzt hier mal den da noch. Und dann noch die Furzschule für Hochbegabte. Und dann sind wir bei einer 100 gegen Flowers. Ja. So, weiter geht's. Nächstes Match. So, Vinüt 1. So, ich habe zum einen den Bandit Bob zur Option oder den Home Ec Teacher. Ihr habt gesehen, der Home Ec Teacher macht sogar 47 bei mir hier, ja. Bedeutet, ich fange jetzt einfach mal mit dem Bob an und dann schauen wir mal mit was er... Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Und das Problem ist nicht ganz einfach.
Ich meine, ich habe jetzt, ich kann jetzt hier ein Schild benutzen, ne? Ich habe ja hier mit dem Bandit Bob habe ich dann ungefähr ein, habe ich ein 14er Schild. Der ist jetzt schon auf Drunk gegangen, der hat 42. Ist allerdings tatsächlich Futurama, das heißt, bekommt von ihr das Schild von 4 noch mit hinzu. Das heißt, er hat 46 jetzt gerade. 46. Und ich habe 45 und ich habe leider jetzt aktuell hier nichts, mit dem ich auch nur einen einzigen Punkt noch mit hinzupushen könnte. Ansonsten wäre der jetzt schon weg. Er hat jetzt einen Lebenspunkt oben noch. Okay, spielen wir den Peter. Und dann spielen wir nämlich genau das, was jetzt... Ah, das wären 46. Das reicht auch wieder nicht, aber... Hier in der Situation gehe ich aber mit dem betrunkenen Peter ran, der krippelt alles runter und dann ist der sowieso weg. So, jetzt sind wir erst einmal hier durch, jetzt kann ich mit der Peggy schon mal anfangen, alles durchzuheilen. Damit da eventuell unter Umständen noch irgendwas Verwertbares bei rauskommt. Ich soll die Tom Landry Middle School auch noch mitnehmen dran. Und dann hoffe ich, dass ich noch irgendwie, jawohl, so, sind wir bei, noch bei der glatten 100 rauszukommen. So. So. Das nächste Spiel. Schauen wir mal hier rein. Gegen J-Bus. Ein 14er Bender ist das. Okay, da kann ich mich jetzt schon mal drauf einstellen, das wird eine haarige Angelegenheit, mit Sicherheit jetzt nicht so einfach werden, für mich. Aber, wenn es so ist, ist es so, dann kann ich damit auch mit Sicherheit leben. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit der Lila an. Ich denke, dass ich die Katz als nächstes spielen werde, aber wir schauen jetzt erstmal, was kommt. K-Pop-Video-Opera-Singer-Lila wäre eine Option. Aber ich spiele tatsächlich lieber jetzt hier die Katze. Ich weiß nicht, was der aus dem Bobby eventuell noch machen wird. Eye vs. Tornado. Okay, also da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr jetzt von ihm erwartet. Das ist jetzt nie so krass. Ne? Aber wir sind ja noch mittendrin. Also hier ist noch gar nichts gelaufen. Machen wir die Lounge-Sängerin Hayley und ja, jetzt muss hier allerdings irgendwie mal was passieren. So, damit ich jetzt endlich dann auch tatsächlich zu meiner glatten 100 noch komme. Und das scheint mir auch gegen J-Bus zu gelingen. Ja, die Cuts vorne, Lounge-Sängerin Hayley, die haben es jetzt hier gerockt. Ne, eine glatte 100. Wow! Geil. Ah, schön. So, das nächste Match. Schauen wir mal. So, gegen Andrea. Jetzt habe ich hier natürlich mal... Oh, die Peggy ist aber auch da nicht wirklich interessant. Also jetzt... Tom Landry Middle School. Ja, und da kann man eines schon mal sagen, das Ding sollte gelaufen sein. Irek Lobster hat zu wenig Leben. Candy Cane Gun ebenfalls. Ja, also ich frage mich immer, wieso macht man... Jetzt kommen sie mit solchen. Aber jetzt ist eigentlich der Zug bereits abgefahren. Jetzt habe ich hier... Naja, das könnte unter Umständen... Nö, hat ja kein Schild oder sonst irgendwas. Insofern passiert da nichts mehr. Jetzt lass mal überlegen, was machen wir hier jetzt noch draus aus der ganzen Chose? Boah, dann lassen wir einfach mal so... Jetzt wird es... interessant... So, ich hätte hier 15, das sind 30, das würde reichen. Und die heilt sich ja selber hoch, das heißt also, ich habe wieder eine glatte 100. Ja.
100! So, war ja sowieso nur der Punch gewesen. So, 41,6, 18. Schauen wir mal. Also, Franz Griffin, dass wir die jetzt so inzwischen wegballern, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist schon. So, 78 Black Chaos mit einem Stewie. Okay. Ich würde sagen, das war's für deinen Peter jetzt schon mal. Die schlimme Tina is coming. Bad Tina is coming. Ja. Na komm schon. Na, jetzt komm, jetzt erhol dich mal endlich. Ey. So, auf geht's. So, damit ist der Peter jetzt auch dann eigentlich weg. Zack. Komm, auf. Lass mich mal in die nächste Karte. Also manchmal leckt das Tablet rum, das ist unglaublich. Da weiß ich dann auch nicht so richtig. Das ist so unfassbar. Komm schon, Baby. Lass mich jetzt mal ran da. So, jetzt sind wir schon bei 57 Schaden im First Hit. Und dann kommt ein Irac Lobster. Ja, ist das nicht knuffig. Haley. Zack. Und ja, das Ding ist gelaufen. Ich spiele jetzt hier noch neben dran die Power Target Patriot Ale. Und das war's. Power Target Patriot Ale übrigens eine schöne Karte für den kommenden BGE. Drunken Peter. Oh. So. Oh, der wird böse. Der wird böse, böse, böse. Wenn einige böse werden. So. Ja. Oh, K-Pop-Video und dann natürlich gleich den Bob drauf. Sollte auch schon wieder ausreichend sein. Ja, dann ist das Ding ja auch mit der glatten 100 erledigt. So, da ballern wir mal hier jetzt hoffentlich eine glatte... Also ich will es jetzt nicht... jedes Mal, es passiert immer das Gleiche. Es ist immer wieder das Gleiche. Jedes Mal im letzten Match verliere ich irgendwie ein paar Punkte und dann... wenn ich wirklich mal die 1000 erreichen könnte oder wollte oder würde... passiert irgendwas im letzten Match. Naja, schauen wir mal. Also auf geht's jetzt hier. Komm, lass mal eine glatte 1000 raushauen. Wann krieg ich denn das mal hin, ey. So, 3 noch. Das wäre mal eine Ansage. So. Let's have a look at this. Und da kommt Alicia. So, und ich habe wieder mal den Bob. Und ich habe wieder... Und da kommt ein Umbriel. Leute, macht doch sowas nicht. Umbriel, eine Pre-Combo mit 15 Leben. What the fuck? Und das in der... Ei. Okay, also. Egal. Ich sag dazu jetzt nichts. Aber die Gefahr ist natürlich jetzt hier durch den Dale, dass ich hier tatsächlich Schaden kassiere, den ich so nicht haben möchte. Und habe ich aber trotzdem die 100. So. Seine Revanche kann der Dale schon sehr, sehr schmerzhaft werden. So. Noch 2 Matches.
Na, Franz Griffin war mal echt gut. Jojox 41. Ja, ich habe nicht viel Optionen. Ich fange mit einem Peter an und dann lasse ich. Okay, wir machen jetzt den hier. Lass mal kurz durchrechnen. 25, das sind 20% sind 5. Das heißt, 30 hat das Ding gerade hier. 30 Leben. So, damit ist der hier weg. Jetzt muss ich nochmal rechnen. Ich habe jetzt hier 40, 48 und das reicht nicht. Das ist nicht schön. Komm, wir gehen gleich voll auf Angriff. Selbst dann, wenn er das jetzt hier in der nächsten. Komm bitte. Punch einmal nicht richtig. Ja, das jetzt ist mein. Verdammt, meine 1000 Punkte, Mann. Uranium Power Core, Roger. 1000 Punkte weg, ey. Krieg ich schon nicht mehr gerettet. Krieg ich nicht mehr gerettet. Verdammt nochmal. Wie der siehste vorletztes Match hier. Leck mich fett, ey. Krieg ich nicht mehr gerettet. Hätte ich nicht die schlimme Tina gespielt, hätte ich lieber was anderes gespielt, hätte ich 1000 Punkte bekommen. Verdammte Scheiße. Oh mein Gott. 99! Nein! Scheiße! Was ist denn das? Kommt denn das her? A, B, C, C, B, A. Den Namen kenne ich doch. Nämlich verarschen. A, B, C, C, B, A. Ist doch hier so ein... Der joint manchmal und dann lief er wieder und joint wieder und lief wieder und joint wieder und lief wieder und joint wieder und lief wieder und joint wieder. Alter, dieser Account geht mir so dermaßen auf den Sack. Herrlich, dafür habt ihr verdient, auf die Fresse zu kriegen. Dieser Account ist echt, ich weiß nicht, ob es der wirklich ist, der richtige ABCCBA. Aber dieser Account, der ständig joint und lieft und joint und lieft, geht einem einfach nur auf die Nüsse. So, dann fangen wir an hier mit dem K-Pop-Video. Fahrt School Jimmy Jr. Furzkurs macht eh nicht genügend. Oh, macht doch schon genügend Schaden. Okay. Dann können wir jetzt aber hiermit zumindest mal jetzt doch ein bisschen. Stewie? Ihr heilt euch ja alle eh gegenseitig hier gerade, ja, also. Jetzt muss ich ja tatsächlich ein K-Pop-Video spielen. Muss ich nicht. Muss ich. Der muss weg. Da oben Klobarella, die muss weg. Klobarella muss weg. So. Heiliges Blechle, oh heiliges Blechle. Und nochmal 99. Ah, leck mich am Buckel, ey. Scheißdreck. Wieder nichts mit der 1000. Gerade genervt, ey. Boah. Hast du mal die Möglichkeit, ja, und ach. Gott nochmal. Na gut, also. Dann schauen wir mal hier rein nochmal bei den AB. Ach so, guck mal, das ist sogar die Nummer 1 bei den ABCCBA. Hm? Ja. So. Kannst ja bei denen wieder joinen und leaven und joinen und leaven. So, Franz Griffin 38 aktive.
So, ja, ein bisschen frustriert, aber Hammer, 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 guckt euch das an. Cuddly up there. Beide mit einer Sensational 1000. Dann haben wir Chris und Junkhead und Tippicolada mit 999. Dietronic mit 996. Spider mit 9,92, Robert mit 9,91, Lodeido 9,87, Bounty 9,85, Stromi 9,77, Homer J 9,77, Exame 9,76, Jesse 9,73, Ami Palang 9,71, Eat Fresh Food 9,70, Runowski 9,69, Krankus 9,68, Manubaya 9,68, Nutty Nate 9,68, Burger Boy 9,68, Brian XD 9,67, A 9,67, Pony Nerf 9,64, Tularis 963, der Pate 962, Teklis 961, Ernstka 958, Dennis 952, Gecko 946, Gamerguy 940, Henny 928, Alessio 919, Kings 916, ja, ich 998, Ilguru 868, Sonja 866, Michael 864, Mimo 856, Sean G 856, Art B 12, Ach, Art 812, 855, Top das 824, Apokalyptika 819, Manuel K 768, Epic Eric 478, Thomas Cookie 101, Ulrike K 85. Okay. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schreibt es mal, wenn es wieder heißt. Animations Rowdown mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.